Ich habe heute mit Gott geredet und da sagte ich mir, wieso sage ich eigentlich meine geistigen Kinder, habe ich doch nicht das Recht? Jetzt nennt mir das nicht übel, ich sage jetzt etwas. Es heißt, der Heiland spricht ja immer von seiner Herde, die Lämmer, die Schafe, dann die anderen, ne? Die Böcke, wie man gesagt hat. Und es sind also seine Schafe, wir sind also seine Schafe. Aber jetzt kommt das, da jeder Bischof, oder mehr oder weniger jeder Bischof, und der, der sich Papst nennt, wer es zwar nicht ist, aber die reden, die behandeln die Schafe, also die Kinder Gottes, als wären sie ihre. Ihr hört, meine Tochter, mein Sohn. Also, Korrektur. Irgendwie schon, aber nur geistige. Aber vor Gott, ihr seid die Kinder Gottes. Und dann hat er aber uns Menschen, weil wir Menschen sind, Hirten hingestellt für seine Herde, dass diese Hirten, der ich auch einer bin, euch weiden. Mit wie? Ja, was braucht ein Schaf oder ein Lamm? Gras. Also, sie müssen weiden. Wenn sie krank sind, dann geht der Hirt mit ihnen irgendwo hin, wo es Kräuter hat. Die Kräuter sind meist bitter, aber gut. Und so sollte der gute Hirte die Herde Gottes bewachen, schützen, sorgen für sie, so eine gute Kost geben, lehren. Und das ist mehr oder weniger zunichte. Werden. Keine Regel ohne Ausnahme, sicher. Ja, manchmal denke ich mir, aber das ist natürlich total falsch. Möge doch das immer schlimmer und schlimmer kommen, dass Gott endlich muss eingreifen. Aber noch lieber wäre mir, ich könnte in einem Moment die Welt. Ja, das geschieht dann durch den Heiligen Geist. Ich erbitte mir keinen Krieg, keines furchtbare Ding, was auf uns loskommen kann. Durch die Migranten alle, der Papst und die dann von der UNO, die Bischöfe alle, haben den Migrantenpakt, wie das heißt, nicht nur akzeptiert, sondern sie fördern es noch, befehlen sogar. Was habe ich gesagt? Was ist ein Bischof? Ein Hirte. Oder so hat eine Herde, eine Hürde. Und er hat einen Stab bekommen von Gott, wenn es auch jetzt symbolisch ist, damit er die Wölfe wehre, dass sie nicht in die Herde eindringen. Und der Papst macht auf! Kommt alle herein, ihr Nichtgläubigen und da ja seine Gläubigen ja schon nur halb noch bei Gott sind, ist für die Wölfe ein leichtes. Noch der Rest vom christlichen Glauben kaputt zu machen. Und das ist der Papst. Glaubt ihr es, was der Papst ist? Der Papst, der sagte, es gibt keine Hölle.
Der Papst steht auf dem Felsen Petri. Er ist nicht Stellvertreter Christi. Er steht auf dem Felsen der Petri und diese apostolische Lehre muss er einhalten. Wenn er es nicht tut, verliert er diesen Felsen. Und es ist ihm, wie der Heilige Augustinus sagt, es ist ihm zu widerstehen, Augenmerk. Ihr werdet nicht nur von der Politik, sondern ebenso vom Vatikan. Ihr werdet betrogen, betrogen, betrogen. Ah ja, wegen der Kirche. Es gibt keine Kirche. Heiland hat keine Kirche gegründet. Matthäus 16, 18 bis 19. Jetzt komme ich fast vor wie ein Evangelist oder. Da steht, der Heiland hat zum Petrus gesagt, aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Wenn jetzt der Papst total Heretiker geworden ist und viele Bischöfe, dann hat Gott immer wieder Menschen, denen er wenigstens diese Aufgabe, oder die, sagen wir, wie sage ich, die übergibt. Der Bund, den er geschlossen hat, dieser ewige Bund, trägt einfach jemand inzwischen. Ich kenne ihn sehr gut. Also auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches des Himmels geben und was immer du auf Erden binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Und so hat Petrus und die Apostel dann auch den Sonntag als Tag des Herrn genommen und konnte Änderungen geben. Und es stimmt, nicht alles, was die Päpste eingeführt haben, war im Sinne Gottes, aber gewisses war gut gemeint, dann hat es Gott auch akzeptiert. Aber wenn es gegen die Ehre Gottes, wie heißt, es gibt keine Hölle, obwohl Jesus da ganz deutlich gesprochen hat von der Verdammnis. Wie heißt es im Geheimen Offenbarung? Er wird sammeln seine Herde, die Guten zu rechten, die Schlechten, Bösen zu linken, wird dann nachher sagen am Schluss, weichet ihr Verfluchten in das Feuer, das ewige, ewige Feuer, das Satan seinem Anhange. Ja, das kann doch nicht sein, der liebe Gott kann doch nicht so sein. So wie Gott lieb ist, ist auch gerecht. Und unsere Pflicht ist nicht, dass wir, aha, doch meine, aber im Allgemeinen ist nicht die Pflicht des Volkes zu richten. Ich richte auch keinen Menschen, ich richte nur seine Taten. Das ist der Unterschied. Aber was man da liest im YouTuber, der ist verflucht, der soll Verdammnis gehen, der soll sich erschießen. Und das soll man. Nein, betet für die. Es ist meine Aufgabe, Machenschaften Satans aufzudecken. Mein Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut in Israel, sondern gegen Satan und seinen Anhang, die Geister, die bösen Geister. Ich habe ja immer noch etwas, das heißt KGS, Kampf gegen Satan.